Harry sagt Hallo zur Realität heute am 13. Mai 2021. Ich begrüße euch alle recht herzlich hier an einem wunderschönen Ort in Playa de Ingles an der Promenade. Und ja, ich habe gewählt, warum wieder hier weniger Wind. Ich habe mein externes Mikrofon, aber natürlich der traumhafte Blick. Wir gehen auch ein paar Meter. Ja, so sieht's hier aus. Das ist der Stand der Dinge am heutigen Tage. Und natürlich recht herzlich möchte ich mich bedanken für alle, die es ermöglicht haben, die 8000 Abonnenten zu bekommen. Und ich habe ja schon einen kleinen Beitrag gesendet. Da war ich ja ganz einfach an dem zweitschönsten Ort oder am schönsten Ort auf unserer Insel hier. Vielen Dank für alle, die es ermöglicht haben. Aber jetzt gehen wir ganz einfach hier ein paar Meter. Auch mal der Blick nach San Agustin, den wollen wir natürlich nicht vernachlässigen, ganz klar. Hier mit dem Zoom, es ist wenig los am Strand, das heißt, wenn ich so zähle, vereinzelt alle 20 Meter liegt oder geht jemand. Ein sehr, sehr ruhiger Tag am Wochenende. Ab morgen wird es wieder mehr werden und zwar die Zahlen ungefähr dreimal so viel wie unter der Woche. Ja, und unser Nadu, ist aber ein Faulpelz, ha? Du? Ja, sehr sagt gerade, lass mich doch in Frieden und geh weiter. Ja, hier die Meile. Die Trendmeile in den früheren Jahren, Anexo Dos, das waren noch Zeiten, wie hier richtig was los war. Ja, und morgen habe ich einen Termin. Da geht es um eine Immobilie. Ich werde versuchen, wieder zwei Videos zu machen. Eins mit 360 Grad und ein anderes hier mit dieser Kamera. Und dann werde ich euch berichten. Es ist was mit zwei Schlafzimmern, ein Bungalow in einer kleinen Anlage in Playa de Ingles. Und das mache ich sozusagen die Aufnahmen im Auftrage. So, jetzt schauen wir uns hier nochmal ein bisschen das Panorama an. Und dann kommen wir auch zu den Schlagzeilen. Ja, der Wind zerrt ein bisschen an der Kamera, das mögt ihr bitte entschuldigen. So, wir gehen noch ein paar Meter hier lang. Ja, von hier oben faszinierend der Blick. Ich glaube, da kann man sich gut vorstellen, wie das vor dem Tourismus hier ausgesehen hat. Ja, draußen auf dem Meer wenig Schaumkronen zu sehen, das bedeutet es. Ist nicht so viel Bewegung im Wasser, man hört es auch dementsprechend weniger. Und hier jetzt die Nachrichten.
neu, keine Quarantäne nach dem Urlaub auf den Kanaren für Deutschland. Das ist doch ein gutes Zeichen und ein gutes Signal. Hoffen wir, dass es so weitergeht. Lockerungen in der Gastro. Bis 1 Uhr sollen die Bars und Restaurants jetzt geöffnet haben. Hoffen wir, dass da kein Strich durch die Rechnung gemacht wird. Das wollen sie heute beschließen. Maskenpflicht bleibt bestehen. Einige sprechen sich dagegen aus, die anderen dafür. Schluss mit ungeklärten Abwässern ins Meer. Teneriffa will wohl da endgültig einen Gar ausmachen. Der Artikel ist sehr interessant. In Kanaren gab es 62 neue Corona-Fälle, aber jetzt die Symptome wesentlich weniger oder geringer. So, das waren die Schlagzeilen nachzulesen. Der Quellennachweis steht dabei. Die Schlagzeile in dem betreffenden Link suchen und dann kann man sich genau diesen Artikel dann genau durchlesen, wenn man möchte. Und steht natürlich noch wesentlich mehr. Ja, ich bin heute zum dritten Mal unterwegs, aber natürlich auch aus gegebenem Anlass einmal mehr. Und vor allen Dingen, es macht Spaß, es ist noch nicht so warm. Die haben ja auch wieder wärmeres Wetter angesagt, höhere Temperaturen und eigentlich für heute viel mehr Wind. Also das stimmt alles wieder nicht. Die Vorhersagen, die sind genauso zuverlässig oder unzuverlässig wie woanders auch. Ja, Apartamentos El Paseo, für den, den es interessiert, wenn jemand vielleicht direkt buchen möchte. Hier Horizonte. Und mit dem Internet ist sowas ja verhältnismäßig einfach und schnell möglich. So. Mit diesen Aufnahmen werde ich den kleinen Rundgang hier oben beenden und sage bis morgen zum aktuellen Wetter. Man merkt aber jetzt schon, die Temperaturen steigen an und ich möchte jetzt sagen, wir haben etwa 27 Grad, meine vorsichtige Schätzung jetzt hier. Ja, mit diesen Bildern danke fürs Teilen, fürs Abonnieren, fürs Mitmachen und fürs Dabeisein. Bis morgen. Hasta luego.